Wen Gott strafen will? Ein Märchen aus Polen. Da gibt es einen alten Bauernspruch, der lautet: Wen Gott strafen will, den straft er mit Blindheit. Das besagt aber nicht, dass derjenige das Augenlicht verlöre, sondern nur, dass er nicht merken würde, wenn man ihm helfen wolle. Davon erzählt uns heute dieses Märchen. Da lebte einst in Polen ein Landmann, der einen großen Bauernhof besaß und auch sonst ein Wohlleben führte, um das ihn alle Welt beneidete. In seinen Ställen stand prächtiges Vieh, seine Weiden waren fett, seine Felder trugen Jahr für Jahr reiche Ernte. Gern saß der Landmann abends mit seinen Freunden bei Bier und Wein zusammen, lachte und war guter Stimmung. An einem solchen Abend sagte der Landmann zu seinen Freunden: Selbst wenn mein Gut in Schutt und Asche zerfallen sollte, es würde mir nichts ausmachen. Er dachte dabei an einen großen Haufen Geld, den er sich im Laufe der Jahre zurückgelegt hatte und der ihm sein Leben für alle Zukunft sicherstellen konnte. Aber die Wege des Schicksals sind unberechenbar. Es schien, als habe der reiche Landmann mit seinen lästernden Worten das Unheil über sich heraufbeschworen und der gerechten Strafe entgegenginge. Einer der Freunde, der gerade vom Hof kam, rief mit erregter Stimme: Kommt, kommt, die Stallungen brennen, wir müssen löschen! Ah, lasst es nur brennen, sagte der reiche Landmann. Wenn es das Schicksal will, dass Haus und Hof abbrennen, so mag ich mich nicht dagegen stellen. Er hielt die hilfsbereiten Freunde vom Löschen ab und sah zu, wie alles in Schutt und Asche sank. Es macht mir nichts aus, sagte er wieder und dachte an seinen Geldschatz, den er in einer Erle am Bach versteckt hatte und der es ihm ermöglichte, einen neuen und noch größeren Gutshof errichten zu lassen. Aber es kam anders, ja, ganz anders. Die Nacht brachte einen Wolkenbruch, der ausgereicht hätte, das große Feuer zu löschen, wenn er einige Stunden früher gekommen wäre. Er war so gewaltig, dass er Bäume und Sträucher entwurzelte. Durch den Wolkenbruch angeschwollen, trat der Dorfbach über die Ufer und riss die vom Sturm entwurzelte Erle mit sich. Und mit der Erle verschwand auch das dort versteckte Geld auf Nimmerwiedersehen. Über Nacht war aus dem wohlhabenden und von seinem Glück überzeugten Landmann ein Bettler geworden, von dem sich seine Freunde abwandten und den sie nicht mehr kennen wollten. Um sein Leben zu fristen, musste er nun als Bote arbeiten und weite Wege zu Fuß machen. Das fiel ihm besonders schwer, denn er war es gewohnt, mit einem Viehspänner zu fahren. Doch musste man es ihm hoch anrechnen, dass er nicht verzagte und seine anstrengende Arbeit gewissenhaft versah. Eines Abends wurde er auf einem Botengang von der schnell hereingebrochenen Nacht überrascht. Er klopfte bei einem reichen und gutherzigen Bauern an die Tür und bat ihn höflich um ein bescheidenes Nachtlager. Der Bauer fand Gefallen an dem Boten und bat ihn zu Tisch, wo er bei gutem Essen und einem Gläschen Wein von seinem früheren Leben erzählte und wie eine Feuersbrunst seinem Wohlstand ein Ende bereitet habe. »Das hätte ich noch ertragen können«, sagte er, »denn ich hatte eine schöne Summe Geld gespart
und in einer Erle, diebessicher versteckt. Mein Unglück aber wollte es, dass gerade in dieser Nacht ein Unwetter mit Regenstürzen hereinbrach, die Erle entwurzelte und mit dem Geld im Bach davontrieb. So verlor ich all mein Hab und Gut und wurde zum Boten, der gegen geringes Entgelt alle Dienste ausführt und auf die Güte und das Mitleid seiner Mitmenschen angewiesen ist. Das gutherzige Bauernpaar hatte sich während seiner Erzählung mehrmals bedeutungsvoll angesehen. Die Erle nämlich, von der der Bote sprach, war eines Morgens bei ihnen auf der Wiese angeschwemmt worden und sie hatten, als sie den Baum zersägten, den Geldschatz darin gefunden. Als sie dem Boten ein Nachtquartier in einer Dienstbotenkammer angewiesen hatten, setzten sich die Eheleute zusammen und berieten, auf welche Weise sie dem Boten seine Habe am besten zurückerstatten konnten. Sie wollten es ihm nicht selbst geben, sondern ihm eine Überraschung bereiten. »Ich habe eine Idee«, sagte die Bäuerin. »Ich nehme einen Laib Brot. Aus ihm schneiden wir den Boden weg und höhlen dann das Brot aus. Dann stecken wir das Geld hinein und verschließen den Laib wieder mit dem Boden. Das Brot geben wir ihm morgen als Wegzehrung mit. Und wenn er sich ein Stück davon abschneidet, findet er sein Geld. Dann kann er Gott auf den Knien danken und an ein Wunder glauben. Wir wissen natürlich von nichts, wenn er uns später fragen sollte.« Diesen Einfall fand der Bauer gut und lobte seine Frau. Sie führten ihn noch am gleichen Abend aus. Als der Bote am frühen Morgen zum Gehen bereit war, übergaben sie ihm den Laib Brot und sagten, »Da, nehmt es als Wegzehrung, ihr werdet es gut gebrauchen können.« Der Bote bedankte sich herzlich, steckte das Brot in seine Tasche, die er über die Schulter geschlungen hatte, und machte sich auf den Heimweg. Unterwegs traf er einige Viehhändler, die früher bei ihm auf dem Hofe manches schöne Stück Vieh gekauft hatten. Sie wunderten sich, ihn zu so früher Stunde zu Fuß auf der Straße zu treffen, und er erzählte ihnen seufzend, was ihm in letzter Zeit geschehen war. »Vieh könnt ihr mir nicht mehr abkaufen«, sagte er, »aber vielleicht seid ihr so gut und kauft mir einen frischen Laib Brot ab. Ich habe keinen Hunger und muss ihn nur schleppen. Ein paar Groschen sind mir jetzt nützlicher.« Und um den einst reichen Mann zu helfen, erfüllten die Händler seinen Wunsch, gaben ihm einige Groschen und zogen dann ihres Weges weiter. So kamen sie zum Hofe des gutherzigen Bauern und fragten ihn, ob er dieses Mal Vieh für sie im Stall hätte. Doch der Bauer wollte nichts verkaufen. »Damit ihr nicht umsonst gekommen seid«, sagt er, »lade ich euch zu einem kleinen Imbiss ein. Dann könnt ihr anderswo euer Glück versuchen.« Da dankten die Händler und erzählten, dass sie gerade einem ehemaligen reichen Bauern, der jetzt durch Unglück ein armer Bote sei, einen Laib Brot abgekauft und dadurch genügend Wegzerrung hätten. Bei diesen Worten erschrak der Bauer und sah die Bäuerin bedeutungsvoll an. Sie verstand ihn sofort und sagte, »Nun, dann legt das Brot auf den Tisch und lasst uns die Getränke dazu auffahren. Vielleicht seht ihr euch zuvor mit den Bauern zusammen im Stall das Vieh an und merkt euch, welches Stück ihr beim nächsten Besuch kaufen könnt.« Der Bauer nickte. »Das ist ein Wort. Kommt mit in den Stall.« Die Händler legten das Brot mit dem Geld des unglücklichen Landmannes auf den Tisch und gingen mit den Bauern, um das Vieh zu betrachten. Mit schnellem Griff hatte die Bäuerin das wertvolle Brot beiseite geräumt und einen neuen Laib auf den Tisch gebracht. Ahnungslos, welcher Schatz ihnen entgangen war,
verzehrten die Händler nach ihrer Rückkehr aus dem Stall das Brot, tranken und lachten, weil sie sich auf das spätere Geschäft mit den Bauern freuten. Dann verabschiedeten sie sich mit vielen Dankesworten und zogen ihres Weges. Nach einer Woche etwa, es kann auch etwas länger gewesen sein, kam der Bote wiederum mit einem Schreiben auf das Gehöft und wurde von den Bauersleuten aufs Herzlichste empfangen. Der Bauer und seine Frau freuten sich, ihn zu sehen und hofften, dass sie ihm dieses Mal unauffällig zu seinem Gelde verhelfen könnten. Sie bewirteten ihn wie einen lieben Gast und boten ihm wieder ein bequemes Nachtquartier an. Und als er schlief, wickelten sie das Geld in ein Tuch und steckten es ihm in die Tasche. Als der Bote am nächsten Morgen weiterzog, kam er durch den Obstgarten des Bauern. Er sah herrlich rote Äpfel an den Bäumen und konnte der Versuchung nicht widerstehen, einige von ihnen abzupflücken. Dabei nahm er die Tasche von der Schulter, um beweglicher zu sein. Plötzlich sah er den Bauern kommen. Da bekam er einen Schreck, ließ die Äpfel schnell wieder fallen und machte sich aus dem Staube. Auf keinen Fall wollte er als Dieb erwischt werden. Bei der überstürzten Flucht vergaß er aber seine Tasche, die der Bauer fand. »Welch armer Kerl«, sagte der Bauer zu seiner Frau. »Er hat doch wieder sein Geld von sich geworfen, nur weil er Angst hatte, als Apfeldieb erwischt zu werden.« »Wir sollten ihm helfen«, riet die Bäuerin. »Wenn du durch das Gestrüpp entlang des Baches eilst, bist du früher als er am Steg und kannst dort die Tasche hinlegen. Wenn er hinübergeht, muss er sie finden und wird dann hoffentlich erkennen, welches Glück ihm beschieden ist. Wenn nicht, dann können auch wir ihm nicht mehr helfen. Und dann will es der Himmel, dass wir das Geld behalten sollen, auch wenn wir es gar nicht nötig haben.« »Du hast recht«, sagte darauf der Bauer. »Noch einmal wollen wir versuchen, dem armen Boten zu helfen, wieder ein reicher Landmann zu werden. Niemand soll uns nachsagen können, wir hätten ihm sein Geld vorenthalten. Wenn es auch niemand weiß, dass es in unseren Händen ist, so zwingt uns doch unser eigenes Gewissen und unser Herz, diesen letzten Versuch zu unternehmen. Es müsste eigentlich gelingen.« Mit diesen Worten machte sich der Bauer auf den Weg und lief durch das Gebüsch zum Bach, bis an den Steg, wo er die Tasche mit dem Geld mitten auf den schmalen Bachübergang legte. Dann verbarg er sich im Gebüsch, um beobachten zu können, wie der Bote seinen Fund begrüßen und wie er sich freuen würde. Er brauchte nicht lange zu warten. Da kam der Bote auch schon zum Steg. Er blieb nachdenklich davor stehen und sagte laut zu sich selbst: »Wie schön ist doch das Leben, trotz meiner Armut! Wie glücklich kann ich doch sein, gesunde Augen zu haben und durch kleine Botengänge so viel zu verdienen, dass ich davon leben kann! Wie furchtbar wäre es, wenn ich blind wäre und dann nicht über diesen Steg gehen könnte. Ja, ich will einmal versuchen, ob es mir gelänge.« Und der einstige reiche Landmann und jetzige Bote schloss seine beiden Augen, tappte vorsichtig mit seinem Wanderstab über die kleine Brücke, überschritt dabei die Tasche mit dem Gelde und gelangte zum anderen Ufer. Dort schritt er weiter, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzusehen. Der gute Bauer im Gebüsch saß wie vom Schlag getroffen. Gab es denn irgendwo einen solchen Pechvogel wie den Boten? »Wem man nicht helfen kann, dem ist nicht zu helfen«, sagte er sich dann, nahm selber die Tasche wieder auf und ging damit heim.
Als er seiner Frau von seinem Erlebnis berichtete, sagte sie den alten Bauernspruch, der am Anfang dieses Märchens steht. Wen Gott strafen will, den straft er mit Blindheit. Der Bauer nickte nur und sagte, ja, ja, das stimmt, so wie du es gesagt hast.